Hallo und herzlich willkommen zu meinem GIMP Einsteiger Tutorial. Dies ist der zweite Part und heute dreht sich alles um die Ebenen. Ich erkläre euch kurz, was für ein Prinzip dahinter steckt und ja, dann fangen wir mal an. Also, rechts seht ihr die Ebenen. Ihr könnt das auch, das Ganze, wie ich im ersten Video das gezeigt habe, könnt das euch verschieben individuell, wie ihr das mögt. Ich habe es jetzt bei mir rechts. Hier oben seht ihr schon die verschiedenen Reiter. Das ist das Symbol für die Ebenen. Momentan, wenn ihr GIMP öffnet, seht ihr da nichts, außer man hat eine Datei geöffnet, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Ordner seid und macht da Rechtsklick auf ein Bild und dann öffnen mit und dann steht da GIMP und dann erscheint das, öffnet sich automatisch GIMP mit dem entsprechenden Bild. Ja, um jetzt hier aber eine neue Ebene zu bekommen, gehen wir auf Datei, Neu oder nehmen den Shortcut Steuerung N. Ich mache das jetzt mal so. Wählen 1600 mal 1200. Also in meinem Beispiel jetzt nehme ich diese Werte. Ihr könnt natürlich individuell das gestalten. So, jetzt seht ihr schon, ihr habt eine neue Ebene bekommen. Und die benennt GIMP standardmäßig Hintergrund. Ja, in meinem Fall ist die jetzt weiß. Das könnt ihr auch, wenn ihr eine neue Ebene erstellt, das alles bestimmen mit Vordergrund- oder Hintergrundfarbe oder eine auswählen. Je nachdem. Ja, wie ist das Prinzip? Das Prinzip ist folgendes: Ihr müsst euch das eigentlich nur vorstellen. Ihr habt eine Glasplatte. Auf der Glasplatte ist was draufgedruckt. Zum Beispiel ein schwarzer Kreis oder ein schwarzes Viereck oder was auch immer. Und ihr wollt jetzt aber noch einen Menschen neben diesem Viereck haben. Da nehmt ihr noch eine Glasplatte und darauf ist ein Mensch gedruckt. Und jetzt legt ihr die beiden übereinander. Das heißt, ihr seht dann beides, weil ihr habt ja ringsrum nichts. Es ist ja wirklich nur der Mensch drauf gedruckt und der Rest ist durchsichtig. So müsst ihr das euch ungefähr vorstellen, als wenn ihr was übereinander legt und etwas durchsichtig ist. Das demonstriere ich jetzt ganz kurz mal. Also, den Hintergrund lasst ihr einfach so. Geht auf hier unten auf dieses Kästchen oder macht Rechtsklick und dann neue Ebene. Ich mache das jetzt das Ganze mal so. So, dann erstellt es die transparent. Transparent heißt transparent. Also durchsichtig. Wie Glas. Das Transparente zeigt GIMP mit so Kacheln an. Ich finde das ganz gut. Da merkt man immer gleich, ja, was ausgefüllt ist und was nicht. Jetzt machen wir aber den Hintergrund wieder sichtbar. So, und jetzt haben wir hier ja die transparente Ebene und machen wir einfach mal ein schwarzes Viereck drauf. Oder ein Rechteck. So. Und machen entweder, ja, ihr geht mit dem auf den Eimer und macht dann einmal Linksklick drauf oder ihr geht auf Bearbeiten und mit Vordergrundfarbe füllen. Mit Hintergrundfarbe hätte jetzt in dem Fall keinen Sinn gemacht, weil das ja weiß ist und unser Hintergrund dementsprechend auch weiß ist. So, jetzt habt ihr hier das Viereck. Das könnt ihr jetzt auch verschieben, wie ihr lustig seid. Und jetzt seht ihr schon, hat GIMP hier außenrum so einen grauen Rand. Oder jetzt seht ihr, jetzt ist der gelb, wenn ihr den nicht, wenn ihr das gerade nicht verschiebt, ist der gelb. Und das ist dann praktisch die Ebene. Das heißt, es ist wirklich nur die Ebene. Wenn ich jetzt hier unten klicke, ist das dann wieder, ist ja das Weiße wieder aktiv, sage ich mal. So, das demonstriere ich euch mal ganz kurz. Wenn ihr jetzt auf dieser Ebene seid und ihr wollt jetzt hier noch etwas dazu machen oder was ergänzen, dann habt ihr auch ein Problem. Denn die Ebene endet ja hier. Die ist ja nicht groß genug, also die reicht nicht bis hierhin. Die reicht nur, die ist nur in dem Bereich. Aber um das, ja, ich demonstriere das einfach mal ganz kurz. Ich nehme einfach mal einen Pinsel, mache ihn ein bisschen größer. Ich male jetzt hier und will hier drüben auch malen. Das geht aber nicht. Das geht einfach nicht, weil das hier zu Ende ist. Um das Ganze aber machen zu können, ist es ganz einfach. Geht auf die Ebene, die ihr anpassen wollt, sage ich mal. Macht Rechtsklick. Und dann Ebene auf Bildgröße. Jetzt ist die Ebene wieder genauso groß wie vorher und ihr habt das Objekt verschoben. Ja, das ist eigentlich das Prinzip. Das können wir jetzt auch noch. Wir können auch noch eine neue Ebene erstellen. Okay, die ist jetzt auch transparent. Man kann auch, wenn man eine erstellt, direkt die Farbe auswählen. Also entweder Transparenz, Weiß, Hintergrund- oder Vordergrundfarbe. Ich lasse jetzt aber einfach mal transparent. Und ja, ihr könnt jetzt auch theoretisch eine freilassen, die transparent ist, weil das macht ja nichts. Die ist ja durchsichtig. Also ihr könnt jetzt auf der machen, weitermachen und ja, da könnt ihr auch
sowas machen. Es macht keinen Unterschied. Ihr könnt jetzt aber auch die ein- und ausblenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Bild in mehreren Variationen abspeichern wollt, beispielsweise, ich demonstriere das mal ganz kurz. Ich mache mal hier die Ebene, gehe auf die Ebene. Das seht ihr immer, wenn das blau markiert ist. Dann mache ich, ja, ich gehe, doch, ich gehe auf die Ebene, genau. Und markiere mir meine Ebene. Gehe auf Auswahl nachziehen. Und wähle jetzt 10. Und zwar Vollfarbe. In dem Fall nimmt er mal die Vordergrundfarbe. Gehe auf Nachziehen. Seht ihr schon? Okay, das ist jetzt etwas ungünstig, weil der Rand sehr schmal ist. Dann machen wir das Ganze mal mit 50. Gehen auf Nachziehen. Jetzt sieht man das schon deutlicher. Ja, da ist ein schwarzer Rand. Ich möchte jetzt aber mein Bild, das heißt das Rechteck und den Kreis, ohne diesen schwarzen Rand speichern. Dann gehe ich einfach hier rüber auf die Ebene, wo ich war, und mache das Auge raus. Das heißt, GIMP zeigt uns jetzt nur das an. Und wenn man was abspeichern möchte, das geht ganz einfach auf Datei exportieren, dann wird auch nur das abgespeichert, was gerade sichtbar ist. Das heißt, er speichert den Rand nicht mit. Und wenn ihr dann das gleiche Bild nochmal mit Rand haben wollt, dann macht ihr einfach das Auge wieder rein und ihr könnt das Bild nochmal mit Rand speichern. Ja, das ist das Prinzip hinter den Ebenen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch ist immer gern gesehen. Dann fleißig kommentieren. Ja, ich bin immer offen für neue Ideen. Wenn ihr Fragen habt, kann ich die gern beantworten und auch ein Video dazu machen. Ja, ciao, haut raus.